verbreitet eine bekackte scheiß Rolling Machine. Ist das deren Ernst? Ach, kommt schon. Die wollen doch echt ohne Witz jeden Mod ausreizen, den es überhaupt jemals gegeben hat in Feed the Beast, oder? Wieder 16 Mal. Das kommt ja echt fast eine Zeit so. 4. 8. 12, 16. 30 Xbox Hit. Müssen wir da drin schmelzen. Leck mich am Arsch. Das ist viel. Vor allem, ich weiß jetzt gar nicht, sind erstmal für zwei schon mal nur Saft drin. Also, ne, da schaut man mal einen Reaktor noch mit ein. Nicht, dass wieder zu solchen Schmalen kommt wie vorher. Machen wir hier schon mal das Tungsten, dafür brauchen wir genau zwei Plates. Für Metafabrikator brauchen wir nur zwei. Es ist doch echt für den Arsch. Wir brauchen genau zwei verkackte Tungsten Plates für den Metafabrikator. Und dafür brauchen wir so eine Anlage. Nur für eine Beschädigung, nur für zwei solche dummen Sachen da. Ah, warte mal, oder brauchen wir für Iridium auch noch Schmarrn? Schauen wir den da oben. So, da brauchen wir dafür Iridium Alloy. Ah, ja, stimmt, da war was. Da muss ich Kompressor nehmen, oder? Genau. Das heißt, das muss dann, da hast du mal einen Kompressor mit den Iridium, was war dann noch? Advanced Alloy und ein Diamantdust. So. Diamanten haben wir da unten einen drin. Diamantdust. Advanced Alloy müsste man auch noch irgendwo rumliegen haben, oder haben wir das alles zu Maschinenblöcken verkraftet? Das ist natürlich wieder die Frage. Da brauchen wir erst noch Mixed Metal Ingot, dafür brauchen wir Brass und dafür muss ich alles wieder so viel Zeugs herrichten. Deswegen schauen wir lieber mal, ob wir das Alloy nicht irgendwie zufälligerweise da haben. Weil es würde manche Dinge doch um einiges leichter machen, als sie sonst jetzt erstmal sind. Tun wir, brauchen wir für den Grinder dann theoretisch auch Plates oder nicht? Weiß man nicht, also weiß ich nicht. Mann, wahrscheinlich schon. Aber der Geli weiß das nicht, der ist zu dumm dafür. Okay, Oma, aber schon mal Carbon. Interessant, okay, ja. Advanced oder werden wir nicht mehr haben. Gut. Warte mal, wo ist denn der jetzt? Den brauchen hat man. Dafür brauchen wir dann insgesamt 8 Stück. Das heißt 8 Mixed Metal Ingots, 8 Bronze, beziehungsweise 8 Brass Plates. Dafür brauchen wir 3 Bronze und 2 Zinn. Haben wir schon geschmolzenes Zinn? Ja. Kopper nehmen wir uns von unten. Den Alloy Furnace, den Blue Electric kann man ja rumstehen. Dann haben wir nämlich das auch nicht. So. Zack, zack, zack. Oh fuck. Und sagen, was du magst, das ist einfach wesentlich effizienter, das ist sozusagen der effizienteste Weg für Mixed Metal Ingot mit Red Power. Man muss schon sagen, es ist außerhalb dieses Kraftwerks tatsächlich noch zu irgendwas anderem gut. Das klappt mir sonst echt keine Sau, oder? So, liefert einer nochmal an, noch, dann sind wir gemacht. Und Tin ist auch noch da oben, aber wir haben noch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Das ist nochmal von mal ganz gewitzt. So. Warte, also, ich mal schnell hauen. Weil das muss jetzt auch erst in die Plate Bending rein. Ah, die Plate Bending Maschine. Ja, es ist auch so überflüssig, erstmal das alles in Plates zu machen. Ja, einfach nur so ein nerviger Faktor. Vor allem, weil die Plate Bending Maschine auch nicht vernünftig beschleunigen kann, irgendwie. Also, es gibt mehrere Sachen, die du nicht beschleunigen kannst. Du kannst zum Beispiel Stahl nicht beschleunigen. Habe ich zumindest noch keine Möglichkeit gefunden. Außer es besteht eine Möglichkeit, irgendwie mit Thumbcraft Stahl zu machen. Aber das bezweifle ich so. Tin ist ganz unten. Ging ja schnell. Das Ganze muss jetzt halt hier in den Kompressor rein. Können wir so eine kleine 4 Iridium holen. Schnuff. Wieso habe ich jetzt gerade 3 Iridium geholt? So. 4. So schlimm, dass das alles so schnell dann verbraucht wird, gell? So, warte mal, wie man das jetzt hat, oder so oder andersrum. Ach, genau. Der hier, so messen. Nein, natürlich muss das wieder falsch sein. Das ist doch echt. Dafür brauche ich jetzt eine bekackte scheiß Rolling Machine. Ist das deren Ernst? Ach, kommt schon. Die wollen auch echt ohne Witz jeden Mod ausreizen, den es überhaupt jemals gegeben hat in Feed the Beast, oder? Das ist doch schrecklich, sowas. Irgendwo Goldkabel. Weil ganz ehrlich, den morgen dafür den morgen schon irgendwie zugänglich haben auch. Ah, ist scheißegal, jetzt klingen wir den erst einmal da oben hier. So, Strom kriegt's. Oh, und zwar ordentlich Strom. Heide Witzka, das ist viel. So. Die Ecken Aluminium. Ganz ehrlich. Warum genau muss man das so machen? Lass mich raten, jetzt muss der wo nochmal rein, um da eine Plate draus zu machen? In den Implosion-Kompressor. Der wo steht da unten und was brauchen wir dafür erstmal? Richtig, die Holzkohle. Was habe ich bisher vergessen anzurühren? Richtig, die Holzkohle. Reicht dazu jetzt einfach großartig irgendwas? Ich glaube nicht. So, es braucht nur noch blöde 8 Industrial TNT. Dann wird das zu
dem hier. Okay. TNT, sind die Bäume gewachsen? Nee, sind sie nicht. Wie viel Holzkohle brauche ich für Gunpowder? Habe ich überhaupt alles da? Was ich für Gunpowder brauche. So, normales TNT brauche ich also, warte mal. 6 Stück, oder? Gut, also insgesamt brauche ich letztendlich 8. Ne, 12 TNT. Für alles zusammen, für TNT brauchen 60 Gunpowder, das heißt 30 brauche ich jetzt für ein Iridium gekacktes Teil. Was heißt aber erstmal 30 Holz. Wie viel Haltbarkeit haben wir noch auf 97? Gut, da fehlen mir auch gleich mal die 60, ganz ehrlich. Oh Gott, ich muss erstmal alle Achievements neu holen. Ich will noch keine Workbench mehr craften. Okay, ich glaube, die Achievements brauchen wir eh nicht, oder? Können wir im Endeffekt eh komplett pfeifen. Ich meine, ich finde es ja immer wieder cool, in sowas dann alle Achievements zu haben, aber ganz ehrlich, bringen tut es uns nichts. Sind 17. Okay. Viel haben wir denn noch Haltbarkeit? 17, na gut, das hätte für den Baum schon noch reichen. Okay, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Auch natürlich immer super. Ganz ehrlich, wir brauchen definitiv dann auch irgendwann eine automatische Holzfarm. Der Vorteil ist, ich weiß immer, so was ein Fiete Biest baut. Beziehungsweise in diesem Fiete Biest weiß ich es. In anderen nicht so. Auch Banane ist so. Ja, wie sieht die Behausung im Moment so aus? Man wird sich eine großartige Küche. Ja, doch. Man kann sagen, was man will, aber die Eisenfarm vergrößert das Anwesen und doch irgendwie. Und zwar deutlich. Jetzt ist zuerst einmal hier die Sache. So. Jetzt haben wir das auch fertig. Holz für Holzkohle.
Und jetzt passt's. So. Wenn ich bedenke, dass Teile vom Haus hier unten einfach immer noch unfertig sind, das ist einfach nur abnormal, wie produktiv ich in Sachen Bauen bin. Ne? Das ist lustig. Und jetzt wollte ich Stahl herstellen. Stahl. Ja gut, ist recht. Ohne Witz jetzt, es hat nicht gereicht. Ernsthaft?